Herzlich willkommen hier auf der Vega-Sternwarte Haus der Natur und herzlich willkommen zum Sternenhimmel für den Monat September. Schauen wir uns an, was Sonne, Mond und Sterne diesen Monat so zu bieten haben. Dann beginnen wir mal ganz klassisch. Was macht unsere Sonne, was macht unser Stern jetzt im September? Und hier hat jetzt die Erde wieder jenen Punkt in der Umlaufbahn erreicht, an dem Tag und Nacht gleich, also Äquinox stattfindet. Ganz genau ist das heuer am 23. September der Fall. Das heißt für uns auf der Nordhalbkugel, da werden ab jetzt die Nächte wieder länger. Und ganz konkret am 23. September, da geht die Sonne um 6.55 Uhr erst auf. Sie erreicht dann ihren Höchststand um 13 Uhr und um 19.03 Uhr, da geht sie dann auch bereits wieder unter. Und wie gesagt, ab jetzt werden die Nächte länger, was zumindest die Sternhellschauer unter uns freuen dürfte. Der Mond, was macht der Mond so? Der Mond hat ja den August auch wieder mit einem Neumond eigentlich abgeschlossen. Das heißt, da haben wir jetzt einen zunehmenden Mond und am 3. September erreicht er dann das erste Viertel. Am 10. September haben wir dann Vollmond erreicht und am 17. dann wieder das letzte Viertel und dann nimmt er eben noch weiter ab und am 25. September da ist dann wieder Neumond. Und auch was die Planeten anbelangt, da wird es jetzt eigentlich langsam wieder richtig spannend. Im September kann man zumindest die beiden großen Gasriesen Saturn und Jupiter wieder schön eigentlich die ganze Nacht über beobachten. Besonders Jupiter, da haben wir am 26. September die Opposition zu diesem Planeten. Das heißt, um diese Zeit herum ist Jupiter jetzt besonders gut auch zu beobachten. Aber auch Saturn ist eigentlich den ganzen Abend bis in die Nacht hinein noch hoch am Himmel zu sehen. Im Osten da kriecht jetzt langsam auch Mars über den Horizont. Das heißt, man kann jetzt am Abend dann wirklich drei Planeten schon beobachten. Und wer ein Fernrohr hat, kann jetzt eben auch wieder Uranus einmal suchen. Da befindet sich so zwischen Jupiter und Mars in dieser Himmelsgegend. Merkur und Venus, diese beiden Planeten, sehen wir jetzt dafür eigentlich nicht. Sie sind also beide sehr, sehr nahe an der Sonne und können im September nicht beobachtet werden. Mit ein bisschen Glück oder ein bisschen viel Glück könnte man vielleicht noch den Merkur am Monatsanfang versuchen, diesen Planeten am Abendhimmel noch aufzuspüren. Ja, und der Sternenhimmel im September, das ist jetzt ein ständiger Wandel vom Sommerhimmel hin zum Herbsthimmel. Und da ist jetzt im September sicher noch einmal eine schöne Gelegenheit, um sich das Sommerdreieck anzuschauen, dass man jetzt einfach am frühen Abend, in den frühen Nachtstunden am Himmel sehen kann. Quer durch das Sommerdreieck, da kann man die Milchstraße verfolgen, hier mal versuchen, das ganze Band so wirklich zu finden. Im Süden hin, da sieht man eben das Zentrum unserer Milchstraße, von dem wir seit heuer auch ein Foto von dem schwarzen Loch dort drinnen haben. Ansonsten Himmel zu sehen, nach wie vor wunderbar, wenn man ein Teleskop hat, ist vielleicht der Ringnebel in der Leier ein sehr schönes Objekt. Im Schwan, der Doppelstern Albireo, das schaut auch mit kleinen Teleskopen wunderbar aus, gerade weil man hier auch die Farbunterschiede bei den Sternen so deutlich sehen kann. Im September, da wäre jetzt noch einmal eine super Gelegenheit, um sich die ganzen schönen Kugelsternhaufen anzuschauen, die man jetzt so im Sommerhimmel einfach ja, mehr oder weniger fast im Zenit eigentlich hat. Und ja, der schönste eigentlich hier am Nordhimmel, das ist wahrscheinlich der Kugelsternhaufen M13, den man hier auf dem Bild hinter mir auch sieht. Aber was ist denn eigentlich so ein Kugelsternhaufen? Ganz einfach gesagt, natürlich kann man sagen, das ist eine Ansammlung von Sternen, die eben sich zu einer Kugel so zusammenballen. Und das sind ziemlich viele Sterne. Also so ein Kugelsternhaufen wie der M13, der besteht wahrscheinlich aus so um die 500.000 Sternen. Also gewaltig viele Objekte, die sich da auf sehr kleinem Raum wirklich auch befinden. Weil vom Durchmesser her ist jetzt so der M13 so 150 Lichtjahre nur breit und die sind also auch allgemein sind Kugelsternhaufen, also nicht viel größer, vielleicht ein paar hundert Lichtjahre im Durchmesser. Ja, also dabei handelt es sich eben um so Ansammlungen von Sternen, die eben
aufgrund der gravitativen Wechselwirkung eben zu einer Kugelform auch zusammenhalten dann. Und das Interessante an Kugelsternhaufen ist eben einerseits, es sind auch sehr alte Objekte, also in unserer Milchstraße gibt es mehrere davon und die sind eigentlich alle durch die Bank eigentlich ältere Objekte, die also schon sehr lange, vor sehr langer Zeit entstanden sind und wo man eben ältere Sterne drinnen auch beobachten kann. Und sie befinden sich jetzt auch nicht so irgendwie im Zentrum oder so von der Milchstraße, sondern man kann sie eigentlich hauptsächlich im sogenannten Halo entdecken. Also das ist so eine, ich muss sich nochmal vorstellen, wie so eine große Sphäre oder Kugel, die die Milchstraße umgibt. Und in diesem Gebiet eben finden wir auch die meisten Kugelsternhaufen. Und natürlich hat nicht nur unsere Milchstraße Kugelsternhaufen, sondern die kann man auch in anderen Galaxien beobachten. Und wer also jetzt noch einmal für dieses Jahr einen sehr schönen Kugelsternhaufen beobachten möchte, schaut sich eben im September noch einmal M13 an, im Herkules, ist auch schon in kleineren Teleskopen eigentlich ganz ein schönes Objekt, dass man da deutlich einfach diesen kleinen runden Fleck im Zentrum sieht, der eben diese hohe Dichte, diese hohe Ansammlung von Sternen zeigt. Vielleicht noch etwas, was ganz cool ist auch, wenn man sagt, unsere Erde, wir haben ja eine Sonne, das ist unser nächster Stern und der Tag auf der Erde, das ist, wenn wir eben zur Sonne hinschauen, da ist es hell und in der Nacht, da schauen wir halt zu den ganzen anderen Objekten hin, das ist dunkel, weil die Sterne im Mittel einfach sehr, sehr weit weg sind. Und wenn man jetzt das könnte und unser Sonnensystem so in so einen Kugelsternhaufen hineintransportieren würde, da wäre es eigentlich gar nie richtig dunkel, weil auch wenn man nicht zu seinem Zentralstern hinschaut, auch auf der Nachtseite quasi sind einfach so viele helle Sterne so nahe dran, dass es immer hell wäre. Aber die schlechte Nachricht, so ein Planetensystem wie unseres hätte in so einem dicht gepackten Raumgebiet einfach keinen Bestand. Das würde dann mit der Zeit also die Bahnen der Planeten gestört werden und würde dann also nicht stabil bleiben. Also sind wir eigentlich besser froh, dass wir uns weit weg von so einem Kugelsternhaufen befinden. Und damit kommen wir auch schon zum Sternenquiz für den Monat September. Und die Frage heute lautet, wie viele Sterne gibt es denn ungefähr im Kugelsternhaufen M13? Wer nicht ganz gut aufgepasst hat, kann hier noch einmal kurz nachzählen. Und wenn Sie dann die richtige Antwort wissen, schicken Sie diese bitte wie immer an die angeblendete E-Mail-Adresse. Einsendeschluss ist der 5. September und wir drücken Ihnen natürlich fest die Daumen. Zu gewinnen gibt es 2 Eintrittskarten hier für einen Besuch auf der Vega Sternwarte Haus zur Natur. Ja, und das war's auch schon wieder für diesen Monat. Wie immer hoffen wir natürlich, dass etwas Spannendes für Sie mit dabei war und wir freuen uns sehr, Sie bald hier auf der Vega Sternwarte Haus der Natur begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen!